Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir gucken uns den Hyperion Controller von NYXI an für die Switch, beziehungsweise Switch, Switch Lite oder Switch OLED im Retro-Design. Der sieht wirklich sexy aus. Wirklich sexy. Wir haben noch nicht verbunden. Wir haben jetzt im Gegensatz zu dem, ich kann ja mal hier oben hinpacken, so, haben wir hier unten zwei Knöpfe jeweils. Hier haben wir nur einen. Auch hier Steuerkreuz, alles, aber hier sind sie halt schwarz. Auch die Buttons sind hier oben schwarz, nicht transparent. Und mit drauf mit eingefrästen Buchstaben. Hier haben wir sie transparent. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also so durchsichtig, und ganz unten ist dann halt die Farbe. Ja, da haben wir dann Rot, Grün, zweimal Blau, also A, B, X, Y, das ist Gelb, die sind Grau hier, und bei dem haben wir hinten halt, ach doch, haben wir hoch hinten zwei Knöpfe, haben wir hinten zwei Knöpfe, zwei kleine, und hier die Schultertasten. Hier, also das kannst du nicht sehen hier oben, weil das ist ja zum Lösen, haben wir auch zwei Knöpfe und auch die Schultertasten. Hier haben wir sie aber ein bisschen anders angebracht. Also hier haben wir sie so länglich. Ja. Also die finde ich hier ein bisschen besser, die Schultertasten. Warte mal. Ja. Ja, ist auch okay, aber finde ich ein bisschen schmal mitten rankommen. Hier seht ihr das hier. Also da finde ich die besser. Also die Schultertasten finde ich angenehmer. Also nur rein jetzt von meinem ersten Eindruck und vom Unboxing hätte ich gerne eine Mischung aus diesen beiden Controllern. Weil der ist hier relativ, seht ihr das? Stabil. Das ist hier sehr wackelig. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass es so wackelig ist. Also ich hätte ihn gern so stabil wie den. Aber die Schultertasten, also hier auch. Also die hier finde ich wirklich geil. Die sind richtig toll. Das glaubt man ja nicht. Ich packe euch das mal so daneben, so dass ihr das sehen könnt und vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Was das ausmachen kann. So ein ganz klein, also die sind ja eigentlich von der Rückseite sind die ja identisch. Ja, ihr seht hier die Auswölbung nach oben, hier die Auswölbung nach oben. Hier haben wir es ein bisschen rau, hier ist halt glatt. Hier können wir reingucken, hier halt nicht. Aber nur, dass die Schultertaste hier schräg ist und ein anderes Design hat, so ein bisschen eine Spitze hier ran gemacht. Ja. Und hier halt gerade einfach ist und hier endet. Und hier halt ein Stück weiter, hier durch dieses kleine Stück, tätigt sich das viel, viel angenehmer. Wenn ihr hier den so haltet, so. Oh, so. Ist halt wirklich, nur die Kante habe ich dann manchmal hier so drin ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen dickere Hände. Da hält sich das hier wirklich, wirklich hier. Hier, seht ihr das? Alleine nur in dieser Spitze hier. Also das, also der ist richtig geil. Das gefällt mir. Ja? Wir haben auch schön alles im Lila. Ja, so ein Oldschool-Design. Wir haben leider hier auch wieder nur einen normalen USB-C, also können wir uns dann aussuchen, ob wir die Seite beladen oder die Seite beladen. Es sei denn, sind an der Switch dran, dann werden natürlich beide beladen. Oder man hat eine Ladestation, wo man sie reinmacht. Da hätte ich mir aber wirklich für die Zukunft vielleicht gewünscht, so ein Y-Kabel, dass man halt beide beladen kann, gleichzeitig, wenn man sie nicht an der Switch dran hat. Das würde mir gefallen. So. Wir machen jetzt mal die Switch und gucken uns das jetzt mal an. So, das ist die Switch. Und ich mache mal hier kurz an, den anderen, so dass ihr das seht, dass das auch funktioniert. Weil viele sagen immer, ja, den muss ich ja jedes Mal neu anmelden, wenn ich die Switch benutze. Nee, seht ihr doch, läuft. Ja, ich mache auch extra mal hier rum. Wartet mal. Hopp. Hopp. So. Mach ich mal ein bisschen an der Seite hier nochmal an. So, da.
Ja, gleich von Anfang an. Also ich weiß nicht, was die Leute dann immer für Probleme haben, dass es halt nicht funktioniert. Und wenn wir da raufgehen zum Best und die gucken jetzt nach, hier, die sind verbunden. Und sind auch auf 1. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal hier einen neuen Controller dazu. Nach Controller suchen. Hier, das sind alles meine Controller. Zurück. Ah, jetzt. So. Zack, haben wir einen. So, hier auch die Kopplungstaste. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt blinkt das ganz schnell. Seht ihr das? Wir müssen halt die Taste gedrückt halten. So, jetzt haben wir beide drin. Jetzt können wir das hier reinstecken. So. Und jetzt machen wir die auch mal an, damit ihr das nochmal seht. Boah, sieht das sexy aus. Sieht das geil aus. Also wir haben jetzt hier die Tasten beleuchtet. Also das sieht wirklich schön aus. Die Farben sind nicht so kräftig. Das Weiß kommt gut durch. Man sieht die Buchstaben wirklich sehr gut. Ich hoffe, dass ihr das so gut erkennen könnt wie ich. Hier haben wir eine dezente Beleuchtung. Das ist einfach nur ringsherum. Beim Älteren haben wir hier Regenbogen. Hier Regenbogen. Boah, ich sag euch so, wie es ist. Und hier haben wir eine komplette Leiste. Hier haben wir halt Punkte. Ich hätte echt eine Mischung aus diesen beiden Controllern. Ich hätte die beleuchteten Tasten, also den vielleicht in schwarz, mit den beleuchteten Tasten, mit den Dingern hier. Schön bunt. Und natürlich die Rücktasten hätte ich gerne. Alter, wie geil wäre das? So, aber wir können uns jetzt mal die Switch herholen. Jetzt ist der Zettel hier runtergerutscht. So. So, wir gehen jetzt hier mal zurück. Achso, nee, wir müssen ja die Home-Taste drücken. So. Ne, ihr seht, ich kann hier alles bewegen. Ich finde die Analogsticks von dem besser. Die sind tiefer und die sind ein bisschen schwergängiger. Der ist hier ein bisschen leicht, finde ich die. So. Nee, A ist ja besteht denn hier. Ach, aktualisieren. Müssen wir erstmal aktualisieren. Ach nee, wo ist denn hier das Haussymbol? Doch da. So, die Switch startet neu. So, jetzt lassen wir die Switch mal neu starten. Ich will mal was testen. Da bin ich jetzt mal neugierig. Der ist so ein bisschen schwerer, der durchsichtige. So, ich bin mal gespannt. Es geht schwerer rein. Ja, hier ist fester. Hier ist definitiv fester mit dem alten. Ja, das ist locker. Das fühlt sich nicht so gut an. Also das ist ein Kritikpunkt. Dass das hier zu dick ist. Das ist viel zu dick, also das müsste ein Stück schmaler sein, damit es fester drin ist und nicht so wie so ein Lämmerschwanz wackelt. Das finde ich sehr schade. Weil ich kenne von NYXT, ich kenne das halt nicht so, dass da. Wartet mal. Soll ich mal gucken hier. Genau. Und hier. Na, der ist jetzt. Na? Ah, doch. Ah. Das ist sehr schwer. Oder die sind halt zu dick. Oder zu clean. Ich weiß nicht. Ist ein schöner Controller jetzt im ersten Augenblick. Ja?
Ich glaube auch nicht, dass er kaputt geht oder so. Weil das da so ein bisschen wackelt. Aber so rein jetzt so vom Optischen. Nur jetzt vom Optisch und vom ersten haptischen Feedback. Erstmal sind beide schöne Controller. Der ist jetzt schön im Retro-Design, der ist ein bisschen neuer. Also so mit durchsichtig, also nicht neuer, sondern mehr so Future. Hier haben wir aber flache Analog-Sticks. Hier haben wir vertiefte. Die gehen ein bisschen schwerer. Die gehen hier sehr leicht. Wir haben hier farbige Tasten mit einer weißen Beleuchtung, was mega geil aussieht. Hier haben wir leider nur schwarze Tasten, die nicht beleuchtet sind. Hier haben wir Regenbogen ringsherum. Hier haben wir einfach nur rotes Licht, was von unten scheint und dass man das dann so ein bisschen sieht. Hier haben wir eine lange Leiste. Hier haben wir verschiedene Punkte. Ja? Hier haben wir nur einen Knopf jeweils. Hier haben wir zwei Knöpfe. Haus und Screenshot. Und dann halt, denke ich mal, wird beides eine Turbo-Taste sein. Und dann halt natürlich die obligatorischen hier oben und hier hinten und die Beine und die Schultertasten, Quatsch, die zusätzlichen Tasten hinten hier. Da finde ich bei dem die besser. Die sind geil. Man glaubt, ich habe es ja schon vorhin gesagt, man glaubt es gar nicht. Es ist ja nicht mal so viel Unterschied. Die sind gerade, der ist schräg angeordnet und der hat hier diese Spitze und nur alleine dadurch liegt der so geil in der Hand. Also hier. Also, es steuert sich wirklich geil, man kommt hier gut ran. Das finde ich bei dem schlechter. Ja, also momentan muss ich sagen, sind beide schöne Controller, aber hier gibt es halt Sachen, was mir nicht gefällt. Immer, dass es so locker ist hier an der Seite. Das finde ich sehr schade. Beide haben gleichen USB-Kabel, also dass man nur ein Teil laden kann. Beide sind so cool, aber mir gefällt hier halt nicht das Lockere. Aber das Design gefällt mir, dieses Retro-Look. Und das ist ja eigentlich auch nicht so viel vertieft, weil es damals nicht so war. Aber ich hätte gerne eine Mischung aus diesen beiden. Ich hätte gerne die Analog-Sticks, das Rainbow, vielleicht schwarz, nicht durchsichtig, die Tasten, definitiv die Rücktasten. Auch zwei Tasten unten. Ja. Und dass er halt dann so stabil ist wie der hier. Ja, das hätte ich dann schon gerne. So, ihr seht, wir sind auch gleich verbunden. Ja? Also da ist jetzt kein Hexenwerk oder so. Ach, was haben wir denn hier? Ach, der lädt schon. Ach so, die Switch hat auch ein Update gehabt. Ach so, jetzt habe ich das falsche Spiel gestartet. Ich wollte Mario Kart. So, wir machen einfach mal Software starten. Weil wir können offline spielen. Wir müssen ja nicht online spielen. Das ist ja Quatsch. Wir wollen es uns ja nur ankicken. Warte mal. Ich mach mal noch ein Stück höher, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So. 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 Also vom Design sieht das schon cool aus. Aber das ist halt echt. Oh, das finde ich schön. So, was müssen wir drücken? A und L und R. Ja, ich komme mit diesen japanischen Tasten nicht klar. Grand Prix. Machen wir mal. Ach, machen wir mal das Höchste. Was haben wir denn hier? Wo machen wir denn hier ein Ausrufezeichen? Ach, wir können jetzt auswählen mit Mütze oder ohne. Okay. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Das ist das, wo was Neues gekommen ist. So, welchen nehmen wir denn da? Wieso habe ich denn so viele Mies drauf? Wo kommen die denn her?
sind aber nicht meine. Oh, Odin ohne Brille. Und wir nehmen den. Wieso habe ich hier auch neu? Die sind doch gar nicht neu. Die habe ich doch schon gehabt. Ja, dann nehmen wir halt die. So, Motorrad ist auch alles okay so. Und wir nehmen jetzt einfach mal. Natürlich haben wir jetzt hier nicht. Doch, wir haben so viel. Warte mal, ich will Berlin haben. London. Oder Paris. Paris ist auch schön. Aber Paris. Da haben wir. Genau. Ist jetzt ein bisschen blöd angeordnet, weil das Tablet halt, die Switch halt nicht schräg ist, sondern gerade. Das ist halt schwer, wenn wir drauf gucken. Und ich habe keinen Ton. Falsche Seite. Das ist alles hier seitenverkehrt, das ist totaler Scheiß. So. Hört sich zwar ein bisschen blöd an, aber ich brauche Ton beim Steuern, wenn ich schon blöd sehe. Die Knöpfe sind gut. Ups. Ich habe echt Probleme mit dem Draufgucken. Ich muss mal ein Stück schräger machen, weil ich sehe so ganz, ganz schlecht. Ich sehe hier nichts. Ich zeige sowieso Kacke. Gott. Also drauf. Weil das spiegelt. Ich habe so eine Schutzfolie drauf. Und das, oh Gott. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen. Ich bin Gott sei Dank aufgeholt, ich bin nur Fünfter. Ich weiß nicht, ich will aber nur sechs mitmachen oder so. Werden wir gleich sehen. Also Haptik ist gut, fässt sich gut an. Nö. Bin trotzdem noch Fünfter geworden. So, aber es ist halt doof raufzugucken, weil die so ein bisschen. Wie war denn das? Anwendung schließen? Da, beenden. So, Updates laufen auch durch. Ja, der ist so ein bisschen laut, der Controller. Also die.
Ah, jetzt ist es updated. Wo war denn hier die Scheibenkleister update-mäßig? Konsole da. System-Update. Konsole ist auf dem neuesten Stand. Ja, das ist ja gut. Ja. Ja, Katterchen, ich sehe dich doch. Also es ist... Ich mache mal hier jetzt die Konsole aus. Das ist auch so ein Ding. Du kannst die halt nur in Standby schalten und nur an der Konsole direkt kannst du sagen, dass du sie unter Power-Option, dass du sie ausschalten willst. Neu starten, ausschalten. Das ist halt richtig nervig. So. Jetzt haben wir nochmal beide. Also ich habe jetzt mit dem hier gespielt. Mit dem habe ich ja schon öfters gespielt. Sind beides schöne Controller. Wirklich, wirklich mein Ernst. Aber der hat ein paar Nachteile, die er nicht hat. Der hat aber auch Nachteile, die er nicht hat. Mach mal Platz, Katerchen. Oh, doch nicht immer, wenn ich ein Video drehe. So. Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass das hier ein bisschen lockerer ist. Das ist hier stabil. Wir haben hier unten zwei Tasten, die hat er nicht. Darauf könnte ich verzichten, auf die Turbo-Tasten, kein Problem. Die, hier ist flach, da kann man sich dran gewöhnen, aber ist auch halt nicht gummiert, ist halt wirklich rutschig. Ja? Das finde ich hier angenehmer. Man hat hier halt eine Vertiefung und einen Rand außenrum. Ja? Das ist halt da, ich mache mal so, dass ihr das seht, da ist der Finger besser drin. Hier ist halt ziemlich glatt. Da hätte man vielleicht eine Gummierung drauf machen müssen. Ja? Also wie gesagt, das und die Gummierung, das hier nicht gummiert ist. Das sind halt die negativen Sachen, die mir an dem aufgefallen sind, was mir nicht gefällt. Was mir gefällt ist, dass wir halt Turbo-Tasten haben, das ist schön, dass die Tasten hier oben beleuchtet sind und vor allen Dingen, dass er im Retro-Style ist, auch mit dem dezenten Licht hier. Das finde ich so ja teilweise, wenn man das hier schon alle zurückgefahren hat, ein bisschen zu stark, das hätte man schwächer machen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau und die sind mega. Die sind mega geil angeordnet, diese schrägen Tasten. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, aber ich finde es geil. Ja, hier kann man losmachen, hier vielleicht hier irgendwie was drin machen oder hier nur ein Ding, was dicker ist oder so. Ja, dass das besser stabil ist. Ihr könntet natürlich auch direkt an die Switch machen. Ja, also ihr müsstet jetzt nicht unbedingt so machen wie ich. Och, ich kriege schon Luftblasen hier rein im Bildschirm, in die Folie sehe ich gerade. So, ihr müsstet nicht so benutzen. Das sind jetzt hier die Standard, das sind die Standard-Switch-Controller. Die sind echt, echt mau. Wa? Guckt mal die an, wie dünn die sind. Ja, die sind echt mau. Aber ich habe es halt dran gemacht wegen Rindstecken, weil mit dem hat es nicht gepasst, weil der hier so dick ist, hat es nicht richtig, hatte ich auch Angst, dass da irgendwas ist mit der Switch. Ja. So. Und dann haben wir das hier dran. Das ist stabil. Seht ihr das? Richtig stabil. Ja. So, und dann können wir ja hier so. Können wir aufwecken oder müssen wir die Taste erst wieder drücken? So, da haben wir es. Dann könnt ihr das mal sehen. Das fühlt sich geil an. Sag ich euch so, wie es ist. Das fühlt sich cool an. Das ist halt wirklich, das ist halten. Wenn man halt die hier so hält, das ist, ja, das ist halt, seht ihr ja, wenn ich das mal hier so ranmache, den Unterschied, ja. Das ist hier, oh, hier seht ihr das zum Beispiel hier. Das ist alles noch zusätzlich dran. Ja? Hier habt ihr dann halt so. Das ist halt, und hier, guckt euch das an. Das liegt hier. Das liegt wirklich cool in der Hand. Ja? Ich starte jetzt einfach mal hier nochmal Mario Party. Das ist das Falsche, was ich geholt habe. Aber hier geht's jetzt. Also hier kommt mir das mit dem Flachen gar nicht mal so schlimm vor. Aber hier seht ihr ja, das ist jetzt wieder doof. Das ist, da muss man nämlich die Joy-Cons drehen.
Was haben wir denn hier noch? Fortnite muss ich auch updaten. Ich habe hier alles nicht updated, ey. Wir müssen doch aber eigentlich nochmal Mario Kart starten können. Jetzt einfach mal ein anderes Spiel. Die Switch ist sowieso eher, ist jetzt nicht meine Vollkonsole, ja, obwohl Mario Kart mit Bekannten und Freunden echt Spaß macht. Aber die Switch ist eher, klingt jetzt doof, ist meine Klo-Konsole. Ja, die zocke ich auf dem Klo oder im Bett. Die sind gar nicht so laut. Das ist ein bisschen laut. Ja, der kennt, dass ich halt die Reifen mache. Und wenn ich halt über dort andere drüber hier, dann wird das halt nicht schwarz. Das ist cool zu wissen. Ja. Ist die Achse, ist die Achse. So. Wir nehmen jetzt mal Giftgrün. Machen wir das Auto, machen wir hier Giftgrün. Also der Analogstick, der ist, ich hätte gedacht, das ist schlimmer, aber steuert sich gut. Also mit dem Griffchen, das ist jetzt gar nicht mehr so das Problem. Fertig malen. So. Also die Scheinwerfer mal hier gelb machen. Ah, der hat auch erkannt, dass da vorher grün drunter war. So. Dann nehmen wir jetzt mal Chrom. Und hier auch. Also man kann gut präzise steuern damit. Oh, jetzt halt die Reifen. Nein. Geht eigentlich. Also es steuert sich ganz gut. Und fässt sich wirklich gut griffig an. Also wirklich, wirklich griffig. Also da kannst du hier wackeln, wie du willst. Da passiert nichts. Und beim Abmachen gehen ganz easy ab. Ohne Probleme. Standard wieder ran. Ja. Controller aus. An die Switch aus erstmal. So. Power-Optionen. Ausschalten. So. Ja, also so steuert sich das halt mit dem dann halt ein bisschen doof, weil der ja so dick ist an der Seite. Ja, dafür sind die auch nicht gedacht. Die können's. Also die haben ja auch die Knöpfe hier oben. Ja, die können's. Ihr könnt halt auch so halten. Habt ihr dann halt ein bisschen dick oder wenn ihr halt den habt. Ja, hier ist das hier auf der Seite halt so ein bisschen dick. Also die können's. Das ist nicht das Problem. Aber die sind eher dafür ausgelegt,
dass man sie so steuert oder halt an der Switch dran hat und die Switch dann so hält. Und da ist das mega geil vom Design her. Ja, also da habt ihr wirklich Griff, weil wenn ihr das schön halten könnt, ja, aber hier, guckt euch das an, das ist doch, was ist denn das? Larifari ist das. Das ist Pillepalle mit mickrigen Knöpfen. Guckt euch mal die Knöpfe an hier. Ja, und guckt euch mal hier. Schöne Knöpfe. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Also, ich werde euch den auch mal verlinken in die Videobeschreibung. Ich werde euch auch die Ladestation verlinken. Und die komplette Webseite könnt ihr euch mal ein bisschen umgucken. Leider bieten sie selten bei Amazon was an, eher so auf ihrer eigenen Webseite. Kann ich aber nur sagen, guckt da mal rein. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen helfen. Däumchen wären Träumchen, logischerweise. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, in die Kommentare. Ich werde den jetzt die nächste Zeit nutzen. Und ich werde auch nochmal den Supporter anschreiben und da meine Probleme mit dem Controller mal erläutern, dass es halt hier locker ist und dass hier kein Gummigrip drauf ist, dass man das halt vielleicht noch verbessern könnte. Und mal gucken, was ich da für ein Feedback kriege. Vielleicht kann ich nochmal ein extra Video darüber machen oder so, wenn sie sagen, ja, da kommt was Neues oder kommt ein Update oder was weiß ich. Oder halt, wenn sie von eine Mischung aus diesen beiden Controllern einen haben, vielleicht kann ich den auch mal testen, das wäre geil. Mit zwei Knöpfen, mit den Analogsticks, mit den hinteren Tasten und mit der Griffigkeit, also mit dem haptischen von dem hier, weil der hier hinten so ein bisschen rau ist. Ja, hier. Der ist halt schön rau und der ist halt komplett glatt. Es ist auf eine Art cool, aber ich finde das halt hier angenehmer so und dann halt eine Mischung aus diesen beiden. Der wäre so sexy, der wäre so geil. So, nichtsdestotrotz, ich quatsch nur wieder zu viel. Ich hoffe, hat euch gefallen, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.